Nach dem Intro zeige ich euch, wie man mit einem VPN Geoblocking umgehen kann. Also was ist Geoblocking überhaupt? Das sollten wir vielleicht erstmal klären. Es gibt bestimmte Webseiten, die schauen sich eure IP-Adresse an, mit der ihr ankommt und gucken, in welchem Land die ist. Das macht zum Beispiel Netflix, das macht Zartu, das machen sogar die deutschen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, denn die lizenzieren irgendwelche Filme oder irgendwelche Serien oder auch Eigenproduktion nur für Deutschland. Und wenn man aus dem Ausland kommt, wie zum Beispiel Niederlande, dann blockieren die einfach das Abspielen. Die wollen sich scheinbar die Niederländer oder andere Länder einfach draußen halten, damit für die keine Kosten entstehen, weil die Niederländer ja zum Beispiel keine GZ zahlen. Also haben die kein Interesse daran, dass jemand aus den Niederlanden den Traffic verbraucht, und deshalb sperren die aus. Finde ich ehrlich gesagt eine blöde Idee, vor allem innerhalb Europas, aber gut. Aber es gibt ja Wege, sich darum rumzumogeln. Man muss sich einfach bei SecureVPN zum Beispiel einen Account kaufen. Und wie das genau funktioniert, also nicht das Account kaufen, sondern das Umgehen von Geoblocking, schauen wir uns hier an. Ich bin jetzt hier auf Zartu, da habe ich nämlich als deutscher User andere Rechte als Schweizer User. Ich bin jetzt als deutscher User hier angemeldet, und was sich ändert, ist diese Liste hier auf der linken Seite. Die gehe ich gerade mal durch, und das sind die ganzen Sender, die ich jetzt kostenlos gucken kann. Da brauche ich nur einen kostenlosen Account. Was ich nicht gucken kann, was nur mit Zartu Premium geht, das sind die mit dem Schluss hier, zum Beispiel RTL. Das kann ich nicht schauen, oder Sat.1 kann ich auch nicht schauen. Wichtig, was ihr jetzt machen solltet, bevor wir den Trick jetzt machen: der Adblocker muss ausgeschaltet sein auf Zartu, sonst gibt es Probleme. Jetzt öffne ich hier mal SecureVPN und habe hier einen Schweizer Server, mache einen Rechtsklick und sage Connect. Jetzt warten wir, bis der sich verbunden hat, bis das Männchen hier grün wird. Jetzt ist es grün, wir sind also verbunden. Ich gehe zurück auf Zartu, drücke F5, um die Seite neu zu laden. Und man sieht schon, dass der Werbeblock ausgeschaltet ist, weil jetzt kommt erstmal Werbung. So, jetzt bin ich wieder zurück nach der Werbung, und jetzt schauen wir uns mal unsere Liste hier auf der linken Seite an. Gehen wir ein bisschen runter. Ah, noch sehe ich keinen. Doch, das sind wir doch hier, genau. RTL, was vorher noch das Schloss hatte, hat es jetzt nicht mehr, auch Sat.1 nicht. Da klicke ich mal drauf. Ich vermute, wir kriegen jetzt wieder eine Werbung abgespielt. Aber auch die überspringe ich für euch natürlich. So, Werbung ist vorbei, und jetzt startet der Stream von Sat.1.